Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch gerne diesen Look hier zeigen. Und zwar ist es dieser Look, den ich bei meinem What's in my bag Video getragen habe. Und ich habe gefragt, ob es irgendjemanden interessieren würde, wenn ich ein Tutorial dazu mache. Und eine ganz Liebe hat darunter geschrieben, ja, sie würde gerne eins sehen. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich eins. Und ich hatte so viel Spaß beim Filmen. Ich liebe diesen Look einfach so sehr. Diese dunklen Farben, dieses Rot, Braun, Burgundy, vor allem die dunklen Lippen, die mag ich so gern. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und nicht vergessen zu abonnieren. Und ihr könnt mir jetzt auch gerne auf Facebook folgen, denn da habe ich jetzt auch eine Seite gemacht. Und zwar unter facebook.com/annaschuller mit Doppel-R am Schluss. Aber ich habe euch natürlich alle Links zu meinen anderen Seiten, also Instagram, Facebook, Twitter und auch meinen Snapchat-Namen unten in der Infobox verlinkt. Schaut doch gerne mal vorbei, ich würde mich darüber freuen. Und jetzt viel Spaß beim Video und noch einen schönen Tag. Meine Augenlider sind bereits geprimed und als allererstes beginne ich mit der Farbe Frappé von Make-up Geek und trage diese als Zwischenfarbe in meine Lidfalte auf und dafür verwende ich den E40 Pinsel von Sigma. Diese Farbe hilft mir einfach, dass ich die anderen Farben danach besser blenden kann. Als nächstes verwende ich die Farbe Bitten und diese trage ich wieder in die Lidfalte auf, aber ich schaue, dass ich diesmal nicht so weit nach oben gehe wie mit der Farbe davor. Und das mache ich mit dem E25 Pinsel und ich verdunkle mir einfach so mit die Lidfalte. Und zwischendurch immer wieder blenden mit einem Pinsel, wo nichts drauf ist. Danach verwende ich die Farbe Showtime, das ist ein Foil Eyeshadow von Make-up Geek. Und diesen trage ich mit meinem 242er Pinsel von MAC direkt auf mein bewegliches Lid auf. Danach gehe ich nochmal mit demselben E35 Pinsel von vorhin in die Lidfalte, ohne noch ein Produkt aufzunehmen, um das einfach leicht zu verblenden. Für den Eyeliner verwende ich heute den Look by Bipa Eyeliner Pen und den Art Deco Dip Eyeliner. Danach nehme ich mal ein ganz normales Abschminktuch und ich reinige damit einfach alles, was so an Lidschatten runtergebröselt ist. Danach verwende ich die Miss Manga Mascara von L'Oreal und gebe diese mal auf meine oberen Wimpern. Diese dient mir einfach als Basis für meine falschen Wimpern dann, damit sich die dann einfach besser mit den falschen verbinden. Danach gebe ich Primer drauf und dafür verwende ich heute den Porefiller von NYX. Und den gebe ich hauptsächlich da drauf, wo ich erweiterte Poren habe, also ich gebe ihn nicht auf das ganze Gesicht. Als Foundation verwende ich heute die Fit Me Foundation von Maybelline in der Farbe 120 und diese trage ich mit meinem F80 Pinsel auf das gesamte Gesicht auf. Ich gebe sie auch ein bisschen auf den Hals, damit ich einfach keinen Make-up-Rand habe. Dort, wo ich noch ein bisschen mehr Deckkraft brauche, verwende ich das Catrice Camouflage. Als nächstes Concealer und dafür verwende ich die Conceal & Correct Palette von MAC und ich verwende die hellste Farbe, aber mit gelbem Unterton und zwar die NC15. Und das trage ich überall dort auf, wo ich highlighten möchte und auch unter den Augen natürlich. Das Ganze verblende ich dann mit meinem F80 Pinsel von Sigma. Nur unter den Augen verwende ich einen feuchten Beauty Blender, weil dieser hilft mir einfach dabei, dass der Concealer nicht so leicht in die kleinen Fältchen reingeht und er nimmt das überschüssige Produkt einfach weg. Zum Setten verwende ich das Soft Matte Loose Powder von Manhattan. Unter den Augen verwende ich natürlich wieder die Baking Methode. Eigentlich im ganzen Gesicht. Und währenddessen das einzieht, mache ich ganz schnell meine Augenbrauen. Die Augenbrauen sind fertig und mein Puder ist auch fertig eingezogen. Deshalb gebe ich das jetzt mit einem Rougepinsel von IQ runter. Danach gebe ich Bronzer drauf und dafür verwende ich heute den Sunglow von Catrice in der Farbe Deep Bronze. Als
Als Rouge verwende ich das Rouge von NYX in der Farbe Angel. Und dieses trage ich mit meinem F40 Pinsel von Sigma auf meine Wangenknochen auf. Als Highlighter verwende ich den Mary Luminizer von The Balm. Und den trage ich mit meinem F35 Pinsel von Sigma am höchsten Punkt des Wangenknochens auf und auch auf mein Lippenherz, auf meinen Nasenrücken und auf meinen Augenbrauenknochen. Danach verwende ich nochmal die Farbe Frau B und gebe diese mit meinem FDB2 Pinsel von Benai unter meine untere Wasserlinie drauf. Danach nochmal die Farbe Bitten und diese trage ich mit meinem E15 Pinsel ganz knapp unter der unteren Wasserlinie auf. Und das Ganze verblende ich jetzt nochmal mit dem FDB2 Pinsel. Danach gebe ich noch einen weißen Kajal auf meine untere Wasserlinie. Danach nehme ich nochmal Mascara und gebe diese auf meine unteren Wimpern. Danach klebe ich noch Wimpern drauf und dafür verwende ich heute welche von Shein. Ich glaube, das ist die Eigenmarke von DM und leider steht aber auf den Wimpern nicht drauf, welche das sind. Da gibt es 3 verschiedene. Ich klebe diese mit dem Duo Wimpernkleber drauf. Dann gebe ich noch eine kleine Schicht von meinem Eyeliner drüber, damit einfach ein schöner Übergang zwischen Wimpern und meinem Lid ist. Zu guter Letzt noch Lippenstift und zwar ist es der von MAC in der Farbe Fil Noir. Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder mal ein funktioniertes Wirklich-Video für euch. Und zwar habe ich im Internet gelesen, ihr kennt doch sicher diese Stripes, die man sich hier so draufklebt oder auch hier. Und das kann man sich anscheinend selber machen.